Jo. Moin Leute, hier ist der Flo und der Colin hinter der Kamera von den Smoke Brothers. Der Colin war dabei. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Ja, hier ist der Kameramann. So, heute mit einer Tabakvorstellung von den 187 New Flash zum Geruch. Ja, zitronig, säuerlich, Cola halt. Jetzt nochmal zum Schnitt hier, ne? Ja, Schnitt. Geht eigentlich. Relativ schöner Schnitt. Ich sehe jetzt auch relativ wenig Äste drin, von daher passt das schon. Gebaut wird heute wieder mal im Mukain Lit Lip Hollywood Pink. Heute mal nicht mit dem Kalaut Lotus, weil der da hinten noch auf den Tisch liegt. Deswegen spontan zu der O-Smokebox. Ist eine ohne Noppen, Riffelung, irgendwas am Boden. Deswegen eigentlich nur so Vollkontakt kann man mit der gut machen. Ja, kommen wir zum Kopfbau. Den Tabak habe ich gerade schon mal umgerührt. Dose aufkriegen. Haben wir angesagt. Halt nochmal locker flockig ein bisschen rummischen. So, schön feucht. Dann den Stopfen. Ach, scheiße, auf den Stopfen. Das schöne Brett wird ein bisschen locker flockig, der Tabak hier rausgenommen. Erstmal alles daneben geschüttet. Ja, ich sag immer so drei Gabeln oder so. Wir sind jung und haben das Geld für Tabak. Jo, provisorisch. Oh nein, es fällt rein. Nein. Okay, ich kann es einfach aufhören. Lost. Okay, da drüben kommt jetzt auch noch ein bisschen Tabak hin. Mal so die Lücken schon mal füllen. Bringt dann auch noch einen Schwung hin. Sehe ich da gerade aus meiner Perspektive. Lecker. Möchte man auch glatt wieder den Löffel nehmen? Und einfach die Molasse verköstigen. Jetzt formen wir den wieder ein bisschen schön hier. Wie gesagt, Fallstopfen wird überbewertet. Leicht andrücken hier. Ja, hier drüben fehlt noch was. Da muss auf jeden Fall noch was rein. Schön verteilen. Leicht minimalistisch andrücken, dass er in Form bleibt. Und dann den Rand natürlich ein bisschen runterdrücken, weil sonst Durchzugriff. Weil Luft kommt ja hier unten durch diese Schlitze durch. Und wenn die voll mit Tabak sind, nicht so optimal für einen Durchzug. Deswegen an den Rand immer ein bisschen Platz lassen. Ja, noch ein bisschen, das drückt man noch ein bisschen runter. Trotzdem leichte Donutform, ne? Würde ich den jetzt so klatschen nochmal rauchen. Kontaktmäßig, man sieht, kann Vollkontakt werden, wenn man die Box draufsetzt. Sieht, sitzt auf den Tabak. Würde ich sagen, kommen wir dann mal zum Rauchen. Dreck hier. Cool. Ja, da warten wir noch mal eine Sekunde und dann wird das Ding hier mal ungehämmert. Prost. Mal Red Bull Logo nicht in die Kamera zeigen. Folgt uns auf Instagram, falls ihr es noch nicht getan habt. Smoke_Brothers_CF und ihr landet direkt bei uns und erfahrt immer, wenn wir in der Bar sind, immer wenn es ein Köpfchen gibt. Gönnt euch. Cola Limette Drachenfrucht. Von der Drachenfrucht merkt man nicht so viel. Wenn, gut, ignoriere ich dezent. Limette merkt man auf jeden Fall unter diese Cola-Flavor. Dieser Haribo, diese kleinen scheiß Kack-Gummibärchen da. So schmeckt das. Gut, ich nicht, wenn zwei Leute an einer Pfeife ziehen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Rauchentwicklung kommt langsam. Ich sehe jetzt keine Ahnung, bei 80% oder so. Wenn wir nochmal ein, zwei Minuten warten, wird das Ding auch böllern. Geschmacklich, habe ich vorhin gesagt schon. Hat sich jetzt nicht so viel verändert. Rauch wird halt langsam mehr. Nice ist das. Das ist nice. So. Da war ein bisschen Red Bull dabei. Hat der Sache jetzt nicht geschadet. Oh Gott, hier ist schon wieder eine Luft drin. Ein Dunst vom Herrn. In unserem Kämmerchen, wo wir hier immer sitzen. Pretty nice. Ringe flexen geht auch. Sind zwar nicht so schön, aber. Ich muss da noch ein bisschen üben. Ja, es kommt gerade eher so der Red Bull-Geschmack wieder hoch. Das tut mir ein bisschen leid. So. Auf Red Bull seinen Nacken. Energie. Wollen wir dir mal vielleicht so ein bisschen was über uns mal erzählen? Ja, können wir auch mal gerne machen. Also, wir kommen erstmal aus den schönen mittelgelegenen Thüringen. Ja, ist ein bisschen weniger verbreitet, habe ich schon gehört, die Shisha-Szene im Osten. Ja, also wir haben uns hier eine kleine
Shisha Lounge, sag ich mal, gebaut. Jetzt nur ganz privat für uns, haben da auch echt viel Mühe reingesteckt, würde ich mal meinen. Ja, Corona klickt, ne? Corona klickt. Ich bin echt froh, dass wir das gemacht haben. Es war echt eine gute Idee so. Corona konnte man sich nicht mehr so wirklich oft treffen, keine Shisha-Bars mehr. Heißt, wir haben uns dann überlegt, yo, das können wir machen. Wir bauen uns hier daheim halt so ein kleines Räumchen um. Ist schön geworden. Allerdings nicht gedämmt, deswegen habt ihr auch im ersten Video so einen leichten, summenden Sound im Hintergrund gehört. War eventuell unser Heizlüfter, aber wir haben es relativ schnell gemerkt und im Laufe des Videos müsste es dann eigentlich verschwinden. Ja, gut. Ich meine, solange es nicht draußen minus 50 Grad sind, wird es hier drin auch noch angenehm sein. Wir sitzen hier auch im Pullover, deswegen, das geht schon klar. Ja. Also, ich bin 20, der Flo auch. Das sind wir, Jungfleisch. Jungfleisch. Ja, reden wir über den Tabak. 187. Haben wir bis jetzt eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht, ist qualitativ gut. Ja, sehr gut würde ich jetzt nicht sagen, aber ich denke mal, es ist mehr so für diese Shisha-Bars gemacht, wie eigentlich fast jeder Rapper-Tabak irgendwie, weil ja. Geschmack ist gut. Ich würde sagen, es ist ein auf jeden Fall richtig stabiler Tabak, den man immer rauchen kann. Du schneidest das ja dann noch ordentlich, gell? Yes, sir. Ich würde dann sagen, dass wir vielleicht, wollen wir das eher so Shisha-Talk plus Lip. Dings-Tabak nennen, ne? Das war einfach so ein bisschen mal allgemein, so ein paar Redenthemen machen. Ja, ein bisschen. Können wir uns auch mal überlegen, wenn wir abends mal ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Lust haben, dass wir so einen kleinen Livestream auch machen. YouTube-Livestream wäre auf jeden Fall, ich hab auf jeden Fall Bock drauf, was hast du dazu? So, die Dose ist leer, die Ringe sind am Start. Hast du noch was zu sagen? Ich würde sagen, schaut euch auf jeden Fall mal unsere anderen Videos an. Die sind vielleicht auch noch ein bisschen interessanter. Hier haben wir gerade nur so ein bisschen gesprochen. Und lasst euch gut gehen. Guten Rauch auf jeden Fall. Lasst ein Abo da. Liked das Video. Bis zum nächsten Mal. Eure Smoke Brothers.